is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Ein Zeichen, an dem Gottes Volk zu erkennen ist. Ich gab ihnen auch meine Sabbate zum Zeichen zwischen mir und ihnen, damit sie erkannten, dass ich der Herr bin, der sie heiligt. So wie der Sabbat das Zeichen war, das Israel von anderen unterschied, als sie aus Ägypten ins Land Kanaan zogen, so ist er auch jetzt das Zeichen, das Gottes Volk von anderen unterscheidet. Es, was der Welt zur himmlischen Ruhe zieht. Die Heiligung des Sabbats ist das von Gott eingesetzte Mittel, um die Erkenntnis über ihn zu bewahren und zwischen seinen loyalen Untertanen und den Gesetzesübertretern zu unterscheiden. Er, der Sabbat, gehört Christus. Da er alles schuf, machte er auch den Sabbat. Er selbst hat ihn als Denkmal des Schöpfungswerkes ausgesondert. Der Sabbat weist auf Christus hin, den Schöpfer und den Heiliger. Der Sabbat verkündet, dass er, der alles im Himmel und auf Erden geschaffen hat und durch den alles zusammengehalten wird, das Haupt der Gemeinde ist und dass wir durch seine Macht mit Gott versöhnt sind. Er sagt ja auch zu Israel. Ich gab ihnen auch meine Sabbate zum Zeichen zwischen mir und ihnen, damit sie erkannten, dass ich der Herr bin, der sie heiligt, der sie also heilig macht. Daher ist der Sabbat ein Zeichen der Macht Christi, uns zu heiligen. Und der Sabbat ist allen geschenkt, die Christus heiligt. Als Zeichen seiner heiligenden Macht ist der Sabbat allen geschenkt, die durch Christus ein Teil des Israels Gottes werden. Für alle, die den Sabbat als Zeichen der Schöpfer- und Erlösermacht Christi annehmen, wird er eine Wonne sein. Weil sie in diesem Tag Christus sehen, freuen sie sich in ihm. Der Sabbat weist sie auf die Werke der Schöpfung hin, als Beweis für seine große Macht in der Erlösung. Während der Sabbat an den verlorenen Frieden von Eden erinnert, erzählt er gleichzeitig vom Frieden, der durch den Heiland wiederhergestellt wurde. Und jedes Gebilde in der Natur wiederholt seine Einladung. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Der Sabbat ist eine goldene Klammer, die Gott mit seinem Volk vereint. The Lord is coming. Are you